Ja, hallo liebe Zuseher, Freunde und Abonnenten. Vor noch nicht allzu langer Zeit hätte ich mir nicht gedacht, dass mich das Thema Haut vor allem als Schönheitsideal so interessieren könnte. Doch die Zeiten ändern sich einfach und schwupps ist man keine 20 mehr, sondern geht so wie ich eher schon an die 60. Mann, oh Mann, kann ich da nur sagen, wie die Zeit vergeht. Das ist wirklich unglaublich. An die 60 schon, das gibt mir schon auch zu denken. Gut, ich bin jetzt 57, aber ist nicht mehr weit dahin, ja? Doch so ist es und nun ist mir die Pflege meiner Haut einfach auch sehr, sehr wichtig geworden. Hätte ich mir nie gedacht, aber es ist halt einfach so. Und vor allem und in dem Falle meine Gesichtshaut. Was du ganz einfach für deine Haut und gegen deine Falten tun kannst, erfährst du natürlich wie immer nach dem Intro. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt nun kein Mensch, der so unglaublich jung bleiben und vor allem aussehen möchte. Das Alter hat ja natürlich auch seine Vorzüge und was bleibt einem dem über? So ist es halt, das ist das Leben. Doch macht es, und das sehe ich natürlich mittlerweile auch ein, schon Sinn, sich um sein größtes Organ, nämlich die Haut, zu kümmern, ja? Das Herausragende in dem Fall ist ja, dass es sich hier um ein CBD-Produkt handelt, welches eben in liposomaler Form auf die Haut aufgetragen werden sollte. Nur ganz kurz für diejenigen, für die eben liposomal noch kein Begriff ist. Liposomal bedeutet übersetzt Fettkörper. Das heißt nun ganz einfach ausgedrückt, dass die Wirkstoffe in der CBD Face Care Cream, wie sie ganz genau heißt, mit einem Fettmantel, welcher eben der Zellschicht sehr, sehr ähnlich ist, umhüllt ist, welches eben dann garantiert, dass der Wirkstoff wesentlich besser in die gewünschten, in dem Fall in die Hautzellen, hineinkommt. Mit einem Satz, die Bioverfügbarkeit wird natürlich beträchtlich gesteigert und das ist natürlich wichtig. Kein Wirkstoff hilft, wenn er nicht dahin kommt, wo du ihn eben brauchst. Liposomal ist aus meiner Sicht eben das neue Zeitalter der Nahrungsergänzungsmittel. Welche Inhaltsstoffe sorgen nun dafür, dass die CBD Face Care Cream den Feuchtigkeitshaushalt der Haut reguliert, Falten eben sichtbar reduziert werden und eben die Zellen erneuert werden? Ja, da haben wir als erstes natürlich den Hauptwirkstoff CBD, dessen Wirksamkeit in den vielfältigsten Bereichen auch wissenschaftlich und aus vielen Erfahrungsberichten eben schon erwiesen ist. Um sich hier zu vertiefen, einfach nochmal auf meine Seite bewusst-gesund-geo-6-lebensmut.at schauen. Hier findest du viele, viele wichtige Infos zu CBD, einige Videos. Einfach mal draufklicken. Ja, in weiterer Folge haben wir die Jojoba-Pflanze, die Simonsia chinensis. Jojobaöl ist eines der wichtigsten natürlichen Basisöle für Kosmetiker, die eben die Haut und Haare pflegen. Die Gesichtscreme mit Jojobaöl besitzt eine ausgleichende Wirkung auf das Fett-Feuchtigkeitsverhältnis der Haut. Auch schuppige und fettige Kopfhaut reagiert eben äußerst positiv. Jojoba zieht super gut ein, schützt die Haut und übermäßige Talgproduktion wird eben dadurch reguliert. Als nächstes haben wir dann Cocos Nucifera Bio. In der Gesichtscreme und vor allem bei sehr, sehr trockener, rissiger und spröder Haut eignet sich eben Kokosfett ganz, ganz hervorragend. So heißt das Ganze nämlich. Selbst bei schweren Hautproblemen leistet Kokosfett sehr, sehr gute Dienste, da die enthaltene Laurinsäure auch gegen Mikroorganismen wirkt. Kokosfett zieht sehr schnell in Haut und Haare ein und schützt so das Gewebe lange vor Feuchtigkeitsverlust. Trockene, spröde Haare profitieren davon ebenso wie eben die sonnengeschädigte, trockene und rissige Haut. Und weiter geht es mit den Inhaltsstoffen, und zwar dem Arganaöl. Ja, Arganaöl weist eine sehr ausgewogene Zusammensetzung an Ölsäure, Linolsäure und Palmitinsäure auf und deckt somit ein breites Fettsäurespektrum ab. Es unterstützt die natürlichen Hautfunktionen und wirkt antioxidativ. Durch seine zellstimulierende Wirkung ist Arganaöl ein beliebtes Anti-Aging-Produkt, aber wohlgemerkt nicht ganz billig. Es eignet sich durch seine
intensiven Pflegeeigenschaften, nicht nur für reife, sondern auch für trockene und empfindliche Haut. Auch zur Pflege erkrankter Haut ist dieses einzigartige Öl optimal geeignet. Weiter haben wir absolut natürliche Emulgatoren, wie eben Sorbitan-Stearate und Sucrose-Kokoate, um einfach die richtige cremige Konsistenz zu haben. Weiter haben wir noch Lavendelöl in der Creme. Lavendelöl ist beruhigend, ausgleichend, hautpflegend und eben auch antiseptisch, wenn es denn sein muss. Und weiter ist Vitamin E enthalten, um die Creme vor Oxidation zu schützen. Und Vitamin E bindet Feuchtigkeit in der Hornschicht der Haut. Es wirkt zellerneuernd und eben auch entzündungshemmend. Ja, meine lieben Freunde und Zuseher, da ist wirklich geballte Hautverjüngungspower am Start. Auch ich als jemand, der sich in seinem Leben noch nicht wirklich viel aus Pflegeprodukten für die Haut gemacht hat, begeistert diese Creme. Wie gesagt, ich werde auch nicht jünger, werde diese CBD-Gesichtscreme in jedem Falle weiter ausprobieren. Mich interessiert es auf jeden Fall und für diejenigen, die es gewohnt sind, auf ihre Haut zu schauen, kann ich nur sagen, probieren geht über Studieren. Und in dem Sinne, lasst mir einen Daumen hoch da, abonniert meinen Kanal und drückt natürlich aufs Glockerl, damit du jede neue Information bezüglich eines neuen Videos bekommst. Schau in meine Infobox. Die CBD-Gesichtscreme verlinke ich dir, euch natürlich in der Infobox ebenfalls. In dem Sinne, ihr wisst eh, bleibt gesund oder werdet gesund, wenn ihr es noch nicht seid, weil das ist sowieso das Wichtigste. Im Sinne, alles, alles Liebe, euer Geo. Ciao, tschüss und Servus.